Von wegen langweiliger Übergangsmonat. Der September ist eigentlich ein Allrounder. Von heißen 30 Grad plus und kräftigen Sommergewittern bis zu Luftfrost und Schneeflocken hat er alles in petto. Wie genau das in der Vergangenheit aussah und was uns in diesem September erwartet, das klären wir jetzt. Und damit hallo hier bei Wetter Online. Die Frage aller Fragen: Gibt es noch einen Spätsommer oder sollten wir schon die Übergangsjacken und Gummistiefel auspacken? Für alle Wärmeliebhaber gibt ein Blick zurück in die Statistik reichlich Hoffnung. Zuletzt war es im September 2020 über 30 Grad heiß. Am 15. des Monats wurden sogar Rekorde geknackt. Aber auch die Jahre 2006 und 2016 gehen als wärmste mit in die Wetterstatistik ein. Bisher ungebrochen bleibt aber der Rekord vom 19. September 1947. Dort wurde eine Temperatur von 36,5 Grad in Baden-Württemberg gemessen. So hoch war auch ein Septembertag im Jahr 1911. Ich bin mir sicher, ganz so heiß muss es im September für die meisten nicht mehr sein, aber so kalt wie es werden kann, wahrscheinlich auch nicht, denn natürlich gibt es auch noch das andere Extrem. Luftfrost wird besonders in der zweiten Monatshälfte zum Thema. Und auch Schneeflocken rieseln schon mal bis auf die mittleren Höhenlagen hinab. Im Jahr 2002 kam im Allgäu so rund 15 cm Neuschnee zusammen. In der betroffenen Region hat die Übergangsjacke auf jeden Fall damals auch nicht gereicht. Aber zumindest jetzt für die bevorstehenden ersten Septembertage kann ich sagen, eine Winterjacke brauchen wir auf jeden Fall nicht. Nach derzeitigem Stand liegen die Temperaturen in der ersten Septemberwoche so zwischen 20 und 25 Grad. In vielen Regionen sieht es wahrscheinlich auch eher trocken aus, denn ein Hoch streckt seine Fühler aus. In eurer Wetter-Online-App könnt ihr genau für euren Ort gucken, wie das Wetter wird und den Trend für die nächsten Tage absehen. Im weiteren Septemberverlauf kann sich aber natürlich auch noch einiges tun. Wir halten euch dabei auf dem Laufenden. Ich bin Annika Jakob von Wetter Online.